Ich habe heute wieder eine ganz besondere Karte für dich. Und wie ich die gebastelt habe, das zeige ich dir. Hallo, hier ist die Anemone von Lächeln aus Papier. Ich begrüße dich recht herzlich zum 27. Videohop vom Stempelpunkt und Co. Und unser heutiges Thema ist eine frühlingsfrische Farbkombination. Und die setzt sich zusammen aus Zitronenparfait, Blütenrosa und Calypso. Hier habe ich jetzt noch Grün mit drin, Papageiengrün, aber das geht auch ohne ganz gut. Und ich zeige dir jetzt, wie ich diese Karte mit diesem Rotationselement, wie ich die gebastelt habe. Vorher möchte ich noch dich aber noch darauf hinweisen, dass die Links zu den anderen Videohop-Teilnehmerinnen unten in der Infobox stehen. Die freuen sich auch, wenn du da vorbeischaust. Diese Karte habe ich gestaltet mit diesem Stempel- und Stanzset, also Simply Sparkling. Habe den Text hier aus diesem Set Warmherzige Worte, habe hier allerdings nur Frech, Wild und Wunderbar genommen und den Bindestrich bei dem Wunderbar habe ich hier oben aus dem Bleib hier oben rausgeschnitten. Den Hintergrund. Der ist ja so ein bisschen wie so Kleckse sind da drauf. Das habe ich mit dem Set Streifen und Kleckse geprägt. Und da habe ich hier diesen Embossing-Folder genommen, den hier unten. Wir brauchen eine normale Kartenbasis in der von dir gewünschten Farbe. Ich habe hier Calypso. Ein Aufleger. Der hat die Maße 14,3 mal 10 cm. Das ist der, den ich geprägt habe. Dann Stanzformen, also diese Dose, Strohhalm, die habe ich ja hier nochmal angebracht. Dann die Früchte, eine Spreizklammer. Und ich habe hier noch mit solchen Streifen gearbeitet. Da habe ich die Früchte draufgeklebt. Aber das geht natürlich auch, wenn man jetzt hier einen größeren Kreis nimmt, dass man dann die Früchte so nach außen drapiert. Das funktioniert auch. Also, ich zeige dir, wie es geht. Also, die jetzige Karte werde ich in Zitronenparfait gestalten. Und ich habe jetzt hier schon mal diesen Aufleger geprägt. Da dieser Folder eigentlich schmaler ist als die gewünschte Größe des Auflegers, habe ich es einfach zweimal reingelegt und das sieht man dann auch nicht, dass das zweimal geprägt worden ist. Der kommt später hier drauf, aber da müssen wir vorher noch die Mechanik befestigen. Ich habe jetzt hier zweimal die Dosen ausgestanzt. Einmal habe ich schon gestempelt und ganz leicht auch mit Zitronenparfait. Und die werde ich jetzt noch dekorieren. Dann die Spruch habe ich schon ausgestanzt. Hier kommt das Ganze und dann brauchen wir die Spreizkammer. Ein bisschen Tesafilm wäre nicht schlecht, damit befestige ich auch ein bisschen die Mechanik, dass sie nicht wegrutschen kann. Denn wichtig ist ja eigentlich, dass diese Dose hier fest bleibt und sich nur diese Früchte drehen. Aber ich klebe jetzt mal die Dose zusammen und dann machen wir Schritt für Schritt weiter.
So, jetzt habe ich hier die zweite Ausstanzung von der Dose. Das wird jetzt ein Teil unserer Mechanik. Und ich habe mir hier ein Muster gemacht mit einem Loch. Habe das halt zweimal gefaltet, so dass ich das Loch in der Mitte ausstanzen kann oder durchstechen kann. Und habe hier jetzt Kreise, die das sind die drittkleinsten aus den Stanzformen Basics mit PEP. Und die lege ich mal hier drauf und mache da hier in der Mitte zunächst mal einen Punkt. Und das wird dann durchgestanzt. Und hier auf dem Kreis auch. Wenn man jetzt hier größere Kreise nimmt, was natürlich auch geht, da ja um diese Dose herum eigentlich auch alles mit den Früchten beklebt ist, ist das natürlich auch möglich und man kann da so ein bisschen nach außen gehen. Aber ich habe jetzt hier mal eben um diese verschiedenen Höhen oder Längen hier von den Früchten zu haben, habe ich hier so Streifen, also drei Streifen von dieser Klarsichtfolie aufgeklebt und habe da einmal drunter einen Kreis gemacht und drüber, so dass die hier dazwischen liegen, dass im Prinzip da ja eigentlich auch nichts hängen bleiben kann, wenn beim Drehen, dass sich das nicht verhakt. Also hier muss ein relativ großes Loch rein und hier habe ich jetzt nur ein kleines Loch reingemacht, das gerade so die Spreizklammer reingeht. Das mache ich jetzt auch und klebe die schon mal mit Tombow fest und mache da auch ein bisschen Tesafilm drüber, denn das Ganze kommt dann hier hinter diese dekorierte Box, sodass man das gar nicht mehr sieht. Dann kümmern wir uns um die Kreise und um diese Klarsichtstreifen. Und später dann wird das Ganze auf dieser Mattung befestigt und vorher natürlich diese Streifen dann auch dekoriert. Dann wird die Mattung dekoriert und wird aufgeklebt. Also ich mache jetzt hier ein kleines Loch durch und klebe diese Spreizklammer fest. Ja, andere machen es vielleicht, kann man jetzt vielleicht auch anderen Kleber machen. Mir reicht das so und ich lege das jetzt mal zur Seite zum Trocknen. Und nehme jetzt meine Schablone und stanze mal in die Kreise. In die Mitte ein großes Loch rein. So, jetzt habe ich hier verschiedene Längen von der Folie genommen und habe die hier draufgeklebt. Die kann man ja später dann auch noch kürzen. Die ist gar nicht mal so stabil, die ist also relativ dünn. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das mal irgendeine Verpackung oder irgendwas war, keine Ahnung. Das klebe ich jetzt so auf. Also auf 1, ja, sogar ein bisschen schräger. So, dass es dann ungefähr der Kreis dann auch in der Mitte ist. Natürlich kann man da auch mehr
Streifen kleben oder wie gesagt einen größeren Kreis nehmen. Das geht mit Sicherheit auch sehr gut. Aber ich habe es jetzt bei der anderen Karte auch so gemacht und da es funktioniert hat, mache ich das jetzt auch so. So, und jetzt kommt der zweite Kreis da drauf. Und der muss jetzt auch ein bisschen trocknen. Ihr könntet jetzt in der Zwischenzeit zum Beispiel die Früchte stempeln und ausstanzen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich hatte. Ich denke mal so maximal 20 Früchte. Je nachdem, wie man das auch haben möchte. Ich habe das jetzt hier so gestaltet, dass das dann auch innerhalb der Karte ist, wenn man das, weil man das hier dann auch verschicken möchte. Also so, dass man es auf jeden Fall in einer Position so hinpacken kann, dass es drauf passt. Also das kann man dann in der Zwischenzeit machen. Ausstanzen. Ich habe dann hier noch, wie gesagt, diesen Spruch, den habe ich auch schon ausgeschnitten. Dann hier diese wunderschönen Stanzformen mit diesen Blasen. Und ich denke, dass man das hier dann auch mit diesem Zitronenparfait besser sieht als mit diesem Kalypso. Das ist hier sogar ein bisschen, passt zum Spruch, aber ein bisschen wild. Also ein bisschen gedeckter wäre mir jetzt eigentlich fast lieber gewesen, aber so ist sie jetzt halt geworden, die Karte. Okay, jetzt lassen wir das Ganze mal ein bisschen antrocknen, auch dieses Rad hier. Und dann machen wir weiter. So, das Ganze ist jetzt getrocknet und jetzt habe ich hier das Loch nochmal durchgestanzt und dann habe ich so gemacht, dass ich mir hier zwei Stempelkissen hingestellt habe und hier dann auf die Streifen und hier rings um die Dose positioniere ich jetzt mit Tombow meine Früchte. So, ich habe jetzt hier noch ein bisschen was übrig, aber das brauche ich vielleicht noch. Das sehe ich dann, wenn ich das Ganze zusammenstelle. Jetzt schneide ich hier noch die Folie weg, die übersteht. Okay, jetzt kann ich hier schon mal die andere Dose drüber kleben und dann haben wir das ganze Hässliche hier schon mal versteckt.
So, ich habe die Früchte ausgemalt mit Calypso, dann mit Blütenrosa und mit Zitronenparfait. Hier verzichte ich mal auf das Grün, weil ich mich ja an die Farben Zitronenparfait, Calypso und Blütenrosa halten muss. So, jetzt habe ich hier den Aufleger. Und jetzt lege ich mir das mal so hin, wie ich denke, dass es dann auch drauf oder befestigt werden soll. Mache ich mir da einen Punkt oder eine Markierung und steche jetzt hier auch nur mit einem dünnen, also nur mit diesem Piekser da durch und dann befestige ich das. Und das habe ich so gemacht, dass ich mir hier ein Lineal untergelegt habe, dass da doch relativ viel Spiel noch ist und sich das Ganze dementsprechend hier dann auch drehen kann. Das muss ich jetzt noch befestigen. Klappt jetzt noch nicht. Denn dann kommt es ja dann auch noch ein bisschen höher und hier hinter der Dose ist dann entsprechend Spiel. Und hier sehe ich gerade, muss ich dahinter dann auch noch ein bisschen die Früchte entsprechend festmachen, dass die sich nicht verhaken mit der Dose. So, jetzt klebe ich die Spreizklammer auch hier hinten fest. Auch Kleber drauf. Und Tesafilm. Denn wie gesagt, es ist wichtig, dass die sich nicht bewegt. Und das sollte dann auch so sein, dass die Spreizklammer eigentlich mehr für hier vorne das Spiel freigibt. So, das muss jetzt auch noch ein bisschen trocknen und dann geht es gleich weiter. So, wenn ich jetzt den Mechanismus teste, dann funktioniert das. Ich habe das ja jetzt an der Karte noch nicht festgeklebt. Und wenn ich jetzt hier dekoriere, dann muss ich entweder aufpassen, dass das wirklich hier gerade da, wo sich das rotierende Element und diese Blasen hier treffen, dass das richtig festgeklebt ist. Oder ich muss außerhalb von dem Bereich dann kleben. Und deshalb habe ich hier bei der Karte auch das wunderbar geteilt, weil der Schriftzug sonst hier in diesen Bereich reinkommen würde und dann kann es passieren, dass das hängen bleibt. Und das mache ich dann hier bei der Karte auch, dass ich das teile. Ich habe jetzt hier schon mal Dimensionals drauf gemacht. Jetzt klebe ich zunächst mal die Blasen auf und die Strohhalme oder Trinkhalme dann hier auch so in dem Außenbereich. Und dann ist meine Karte eigentlich, wenn ich es dann hier aufklebe, dann auch schon fertig.
hatte es fertig und funktioniert auch. Vielleicht noch ein paar Tipps. Also in der Mitte, das Loch von diesem rotierenden Teil sollte relativ groß sein im Vergleich zu den kleinen durchgepieksten Löchern, an denen diese Dose hier befestigt ist, damit das hier entsprechend dann auch Spiel hat. Ich habe jetzt hier zum Beispiel bei diesem Wunderbar hinten das R und den Bindestrich flach aufgeklebt, weil zum Beispiel hier an der Seite das auch ein bisschen hängen geblieben ist. Nur so mal als Tipp und hier so ein kleinen Punkt, den ich aufgeklebt hatte oder habe, da hat sich das auch immer ein bisschen verhakt. Da muss man dann vielleicht mal gucken. Das ist kann dann passieren. Aber normal funktioniert es ganz gut und das kriegt man dann schon raus, ob das dann hier so an einem Blatt oder so hängen bleibt, dass man es dann vielleicht ein bisschen fester klebt. Ja. Aber es funktioniert. Gut, das war meine Idee zu dem Thema Calypso, Zitronensorbet und Blütenrosa. Und ich denke, die Farben kommen hier richtig gut raus. Mir hat es Spaß gemacht, für euch zu basteln. Und vielleicht gefällt euch ja die Idee und ihr bastelt sie gern mal nach. Dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Vergesst nicht, bei meinen Teamkolleginnen vorbeizuschauen. Das war's für heute. Ich freue mich aufs nächste Mal. Eure Anemone. Bleibt kreativ bis dahin.